Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Reiswaffeln sind weder sättigend wie Reis, noch lecker wie Waffeln. Aber darüber regt sich wieder niemand auf. Hier wohnt ein Vogel mit ADHS. Der ist noch oder schon wieder wach. Ich fühle mich ihm sehr nah. Das einzige H-Wort, was man zu Frauen sagen sollte, ist hübsch. Weil Huren lieben es, wenn man sie hübsch nennt. Das ist richtig cool. Und immer diese Angst, beim Asiaten ein Gericht aus genau dem Wok zu bekommen, in dem schon Stefan Raabs Arsch drin war. Kommenden Sonntag ist Zeitumstellung und mir sitzen immer noch die Schlafstörungen vom letzten März im Nacken. Ich brauche keinen Mittelfinger. Ich kann fick dich lächeln. Ohne Fun kein Spaß. Wenn man einen Boomerang mit der Post verschickt und nicht ausreichend frankiert, dann kommt er zurück. Ich wähle bei der Europawahl diesmal wahrscheinlich Spanien. Auf meinem Grabstein wird nicht RIP stehen, sondern VIP, weil mir ein besonderer Platz in der Hölle reserviert ist. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und trinkt es dann aus. Nur wenige Dinge im Leben sind frustrierend, wie das Scrollen bei der Altersabfrage. Je älter man wird, desto mehr verschieben sich die Mitternachtssnacks auf 18.45 Uhr. Oh mein Gott. Es ist ein Junge! Freude im Krankenhaus, Trauer im thailändischen Hotel. Heißt es UN-Sicherheitsrat oder Unsicherheitsrat? Ich leide im Moment an lebensbedrohlicher Unterdünnerung. Erst mit einem Zettel am großen Zeh tut nichts mehr weh. Hier gibt es eine Armbanduhr, für die ich 25 Jahre arbeiten müsste. Aber was soll's? Man lebt nur einmal. Friseur-Smalltalk schafft bei mir die gleiche Wohlfühlatmosphäre wie ein Polizeiverhör. Wenn man an der Haltestelle steht und denkt, der Zug kommt, aber er dann nicht kommt, hat man dann Bahnvorstellungen. Jemand seine Lieblingsmusik zu zeigen, kann intimer sein, als die Höschenschublade zu öffnen. Grindcore im Hintergrund. Im Flur fiebt ein Feuermelder und schreit nach einer neuen Batterie. Aber warum passiert das immer nachts? Wenn ich nicht blind werde, sehen wir uns. Ich singe ein Lied über Mikroplastik in einem Plastikmikro. Ich bin ja nicht so der gestresste Typ, aber sobald ich den Euro bei der Tanke in den Sauger werfe. Ich liebe Hochzeiten. Sie sind wie eine Gratisparty, für die ich 200 Euro gezahlt habe. Ich werde meine Kinder nicht impfen. Ich lasse es lieber von einem Arzt machen. Frauen werden nur wegen zwei Dinge sauer. Nichts und alles. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.